Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir ein paar neue Pieces gekauft. Ich bin einmal zu Zara gegangen und habe mir da einfach so ein paar Klamotten gekauft. Und ich habe auch bei ASOS eine größere Bestellung getätigt und dachte mir, ich mache jetzt so ein Fall-inspired Haul. Ich verlinke euch natürlich alle Sachen, die ich mir jetzt gekauft habe, unten in der Infobox. Dann könnt ihr die ganz easy nachshoppen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ich blende euch die Teile, die ich gekauft habe, alle hier rechts ein. Da könnt ihr dann sehen, wie das getragen aussieht. Fangen wir jetzt mal mit dem ersten Piece an. Das ist eine Baumwollhose in Beige von Zara. Ich habe die in der Größe S gekauft. Ich dachte, man kann sowas eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Deswegen mag ich die Hose auch so gerne. Man kann die halt einfach sowohl sehr chillig kombinieren, aber auch irgendwie aufstylen. Und ich finde, mit der macht man eigentlich nie was falsch. Ich finde, sowas braucht eigentlich jeder in seinem Kleiderschrank. Als nächstes haben wir auch von Zara ein Satinkleid in so einem, ja, ich würde mal sagen, Tannengrün. Das ist auf jeden Fall auch mega, mega lang. Das hat hier auch so eine Raffung und dadurch macht das echt voll die schöne Figur. Ich finde das Kleid richtig toll. Das habe ich auch in einer Größe S gekauft. Den Trägern hat das Kleid, ja, wie so ein Perlenbesatz. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon. Aber ich habe auch gesehen, das kann man easy hier auch einfach abmachen, weil das ganz leicht nur angenäht ist. Und wenn man die Naht hier auftrennt, dann geht das auch mega leicht wieder weg. Ich habe mir das tatsächlich gekauft, weil ich im September auf eine Hochzeit eingeladen bin. Und ich fand das Kleid eigentlich ganz passend, weil ich finde, man kann das eben sowohl sehr schick kombinieren, aber halt eben trotzdem auch noch, wenn man mal essen geht oder so, anziehen, weil es jetzt nicht zu overdressed ist. Und das war mir halt eben voll wichtig, dass ich jetzt ein Kleid kaufe, mit dem ich einfach noch länger was anfangen kann, anstatt dass ich das irgendwie jetzt nur einmal anziehen kann und dann halt, ja, eigentlich im Kleiderschrank hängen lassen muss. Ich habe mir bei Zara noch so ein schwarzes T-Shirt gekauft. Ich habe mir dasselbe auch in Grau gekauft. Ich finde einfach, mit sowas kann man nie was falsch machen. Und gerade wenn man irgendwie mal nicht weiß, was man anziehen soll oder so, dann finde ich so Basic-T-Shirts einfach ein Must-Have. Man kann damit einfach so viel kombinieren. Also man kann die auch zu Röcken anziehen oder einfach eine Jeanshose drauf anziehen und dann ist man irgendwie schon angezogen. Sowas hatte ich selber auch noch gar nicht in meinem Kleiderschrank. Also ich versuche gerade wirklich so ein bisschen, das werdet ihr wahrscheinlich auch merken, aber meine Basics einfach aufzustocken, weil ich finde, davon kann man eigentlich nie genug haben. Das graue T-Shirt ist gerade in der Wäsche, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen. Aber im Prinzip sieht es genauso aus, nur in so dunkelgrau, was ich auch voll gut finde, weil ich finde, so graue T-Shirts wie das, was ich gerade anhabe, sind manchmal ein bisschen schwierig, weil man da drin einfach super schnell Schweißabdrücke sieht. Und bei so dunkelgrauen T-Shirts, finde ich, hat man damit überhaupt keine Probleme. Ich habe die T-Shirts beide in der Größe M gekauft. Ich hatte es auch an, aber ich finde, es war mir einfach ein bisschen zu eng. Ich habe mich dann ein bisschen eingequetscht gefühlt. Dadurch, dass die sowieso tailliert geschnitten sind, finde ich, kann man da auch auf jeden Fall eine Größe größer nehmen. Das war es jetzt auch schon mit den Zara-Klamotten. Jetzt geht es weiter mit ASOS. Als erstes habe ich hier von ASOS, das habe ich auch schon ein bisschen länger her bestellt, so ein, ja, ganz, ganz langes, wirklich super langes, schwarzes Kleid gekauft, das an sich erstmal sehr, sehr basic aussieht, aber es hat tatsächlich einen super, super schönen Rücken. Also es ist komplett rückenfrei. Und das habe ich auch in der Größe 38 gekauft. Also bisher hatte ich das Kleid tatsächlich noch nicht an. Und ich habe das, glaube ich, jetzt schon bestimmt seit einem Monat oder so. Und bisher habe ich einfach noch keine passende Occasion dafür gefunden. Also ich habe auf jeden Fall vor, das anzuziehen, weil ich finde das Kleid mega, mega schön. Generell dieser Rückenausschnitt ist ja gerade total im Trend. Und ich mag den Trend auch voll gerne. Also ich finde, es sieht einfach so elegant und edel aus und ja, wertet einfach jedes Outfit nochmal auf. Deswegen versuche ich mir da gerade auch so ein paar Klamottenteile zuzulegen, die einfach so einen schönen rückenfreien Schnitt haben. Ich fühle mich da drin voll wohl. So, dann geht's weiter mit einem nächsten Basic-Oberteil. Also wer mich kennt, der weiß wahrscheinlich, dass der ganze Haul hauptsächlich aus Basic-Oberteilen oder Klamotten bestehen wird. Auf jeden Fall so ein mega schöner Rollkragenpullover. Was mir bei sowas immer voll wichtig ist, auch bei den T-Shirts, die ich euch jetzt vorhin gezeigt habe, ist, dass die Qualität und auch die
Zusammensetzung der Materialien einfach hochwertig ist. Also ich kaufe überhaupt kein Polyester mehr, einfach weil das für mich nicht so langlebig ist. Und ja, ich finde auch, in Polyester schwitzt man einfach super schnell. Und deshalb achte ich immer darauf, dass ich nur noch Klamotten aus Baumwolle oder Viskose oder so hochwertigeren Materialien kaufe, damit ich einfach von den Sachen auch länger was habe. Man kann das auch mega gut im Herbst, finde ich, mit so Trenchcoats einfach kombinieren. Mag ich persönlich auch voll gerne. Das nächste Teil von ASOS, was ich bestellt habe, ist ein Cardigan. Hat wie so aufgepuschte Ärmel. Und ja, das macht dann wie so einen Bobble-Look. Ich weiß nicht, wie ich das genauer beschreiben soll, aber ihr seht das ja in dem Video hier drüben. Den habe ich in der Größe S bis M genommen. Da gab es nur so Zwischengrößen. Aber ich finde auch, der passt echt gut. Der sitzt super locker. Ja, gar nicht eng oder so. Also ich würde sagen, der ist fast schon ein bisschen ja, weiter. Aber wenn man so Cardigans drüber schmeißt, dann finde ich, können die auch ein bisschen lockerer sitzen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich glaube, man kann den richtig gut kombinieren. Und gerade so für den Herbst liebe ich halt einfach so Cardigans, weil die schmeißt man einfach drüber. Generell dieser Zwiebellook ist ja dann einfach voll perfekt, weil es gibt Tage, die sind einfach noch super warm und dann gibt es wieder Tage, wo es wieder mega kalt ist und dann finde ich so ein Cardigan immer richtig praktisch. Das nächste Teil ist auch wieder ein Rollkragenpullover, aber dieses Mal in so einer beigen Farbe. Vom Prinzip her ist aber super ähnlich zu dem schwarzen und ja, einfach ein ganz normaler Basic Rollkragenpulli. Ich mag die Farbe total und gerade mit Nala ist es halt einfach voll praktisch, weil sie immer super viele Haare verliert. Und auf schwarz sieht man das immer so extrem. Da braucht man immer eine Fusselrolle. Und bei beige sieht man das einfach nicht so stark. Den Rollkragenpulli, den habe ich in der Größe S genommen. Würde ich sagen, fällt relativ normal aus, aber ist schon auch eng geschnitten. Als nächstes haben wir auch wieder einen Pulli. Und ich bin ein absoluter Streifenfan. Ich finde es so schön. Und gerade Pullis, die irgendwie dann weitere Ärmel haben oder so, ich finde, es sieht einfach so toll aus. Und ja, deshalb ist auch dieser Pulli in meiner Bestellung mit dabei gewesen. Der hat so eine marineblaue Streifung oder Streifen. Genau, der ist von Mango, beziehungsweise ich habe ja sowieso alles von ASOS bestellt. Und der ist in der Größe M. Ja, ist so ein bisschen weiter geschnitten, aber mega, mega warm und der Stoff fühlt sich auch so toll an. Also ich habe den Pulli angezogen und man hat direkt irgendwie gemerkt, dass es ein super hochwertiger Stoff ist und ich finde, der fühlt sich einfach richtig gut auf der Haut an. Als nächstes haben wir dann einen Pulli, bei dem bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher, ob ich den behalten möchte. Ich finde den auch wieder super schön und ja, ich finde auch die Farbe eigentlich voll toll. Das ist so ein hellbeiger Pulli und der hat auch wieder so ein extremeren Rollkragen, also der ist wirklich sehr, sehr chunky. Der hat auch super schöne Ärmel, die so ein bisschen weiter sind, was ich ja eigentlich voll gerne mag vom Schnitt her. Hat auch hier an den Seiten so, ja, wie so offene, wie so ein offenes, boah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber der ist hier auf jeden Fall an der Seite auch so ein bisschen offen und eigentlich wirklich super schön. Ich finde nur, dass die Farbe mir nicht ganz so gut steht. Also das ist so ein Beige, was ich, glaube ich, nicht so gut tragen kann, weil ich einfach selber schon voll hell bin vom Typ. Und dann finde ich es manchmal ein bisschen schwierig mit Beige. Und leider finde ich auch, dass der ein bisschen kratzig ist. Also nicht schlimm, aber ich finde schon, dass man es irgendwie ein bisschen merkt und mich stört sowas halt voll extrem. Deswegen, ja, bin ich da irgendwie noch am Überlegen. Klar, wenn man jetzt einen Top drunter zieht oder so, dann sollte das schon eigentlich in Ordnung sein, aber ja. Ansonsten bin ich auch ein mega, mega großer Fan von so Maxi-Röcken irgendwie geworden. Und ich habe mir jetzt auch einen bestellt, weil ich selber habe noch keinen wirklichen Maxi-Rock. Also ich habe mehr dann so Midi-Röcke oder so bisher getragen. Aber ja, ich habe mir jetzt einen in ganz schwarz bestellt natürlich, weil schwarz geht natürlich immer. Und ich habe den in der Größe S bestellt. Der sitzt wirklich super gut. Der ist mega stretchy. Man kommt da richtig gut rein. Ich finde auch gerade durch den Schlitz an der Seite sieht der nochmal irgendwie ja, nicht ganz so altbackig aus. Und ich finde, den kann man voll toll kombinieren, auch mit Boots dann im Herbst oder so.
Oder dann auch mit Sneaker geht auch immer. Und gerade mit dem Rollkragenpulli hat mir das auch wirklich super gut gefallen. Und den würde ich mir, glaube ich, auch nochmal in einer anderen Farbe bestellen, weil ich auch einfach finde, dass der mega gut sitzt. Und ja, ich finde, der macht auch voll die schöne Figur. Ansonsten habe ich dann auch noch, ähnlich wie zu meinem Kleid, was schon rückenfrei geschnitten ist, mir auch so ein Crop Top geholt. Eigentlich wollte ich das in der längeren Länge haben, aber das war leider auch wieder ausverkauft und dann habe ich mich trotzdem für das entschieden. Genau, auf jeden Fall ist es auch wieder ein ganz normales T-Shirt, nur halt eben rückenfrei. Und ja, ich habe ja vorhin schon bei dem Kleid gesagt, mir gefällt der Schnitt einfach mega gut. Ich mag dieses Rückenfrei voll gerne. Ich finde, das kann man auch gut mal irgendwie zum Feiern gehen oder so anziehen. Aber falls es das jetzt irgendwie doch wieder in einer längeren Länge gibt, dann würde ich mir, glaube ich, trotzdem eher das holen. Einfach, weil ich mich damit dann wohler fühle und es dann irgendwie auch vielseitiger ist. Ansonsten habe ich mir jetzt noch so einen Trenchcoat bestellt. Der sieht so aus. Das ist jetzt super schwer, das in der Kamera zu zeigen. Also sehr schlicht, hat dann so braune Knöpfe. Also ich würde sagen, eigentlich so ein ganz klassischer Trenchcoat. Und tatsächlich habe ich noch nie einen Trenchcoat gehabt, deswegen habe ich mich über den mega gefreut. Ich finde den richtig cool, ich finde, man kann den so nice stylen. Also ich sehe da einfach schon so ein paar Outfits vor mir, wie ich den kombinieren möchte. Das Einzige, was ich so ein bisschen wieder bei dem auch für ein Gefühl habe, ist, dass mir die Farbe wieder nicht so gut steht. Also vielleicht wäre dann irgendwie der in Schwarz doch besser gewesen oder halt einfach in einem helleren Nude-Ton, weil ich finde, so dieses Beige lässt mich halt ganz, ganz schnell richtig bleich aussehen. Aber ich dachte mir so, ich finde den ansonsten richtig cool und ja, ich mag den eigentlich auch voll gern. Ich finde auch die Farbe voll schön. Und ich glaube, mit ein bisschen Fake Tan oder so geht es dann auch wieder. Den behalte ich auf jeden Fall auch. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Ich habe jetzt noch kleine Accessoires bestellt. Die mag ich euch auch noch kurz zeigen. Ich habe mir zwei Sonnenbrillen bestellt. Einmal diese hier. Die hat so ein bisschen so einen Retro-Look und ich finde die eigentlich richtig cool. Ich habe so ein bisschen so einen Tick, dass ich Sonnenbrillen oft kaufe. Nur um sie mir dann auf den Kopf zu ziehen. Also ich trage die eigentlich nicht wirklich. Ich finde die einfach nur cool auf dem Kopf aussehen. Aber ja, angezogen kann ich sie euch auch mal kurz zeigen. Angezogen sieht die so aus. Generell kann ich euch nur empfehlen, bei ASOS immer ein bisschen zu warten, wenn ihr bestellen wollt, weil die wirklich alle paar Tage krasse Reduzierungen haben. Bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so, dass die Sachen, die schon im Sale waren, auf die habe ich nochmal 25% Rabatt bekommen. Deswegen, da kann ich das wirklich nur empfehlen, dass man dann irgendwie ein paar Tage wartet oder so. Außer es sind jetzt wirklich so Teile, die sofort ausverkauft sind. Das ist die andere Sonnenbrille. Von der Farbe her ein bisschen anders. Also, und auch vom Schnitt ist die mehr so eckig. Ich mag sowas tatsächlich eigentlich lieber. Ich habe auch keine braune gehabt. Deswegen wollte ich die jetzt unbedingt auch bestellen und ja, die ist so ein bisschen braun-schwarz gescheckt und ich finde, die sieht auch richtig cool aus und kann man halt einfach richtig gut als Accessoire irgendwie kombinieren. So, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen und ihr konntet euch so ein bisschen Inspiration für den Herbst holen. Und vielleicht hat euch ja auch das ein oder andere Teil richtig gut gefallen und ihr wollt es irgendwie nachshoppen. Dann, wie gesagt, findet ihr alle Details in der Infobox und könnt ihr auch gerne draufklicken und euch das einfach nachbestellen. Auf jeden Fall würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn es euch gefällt und euch mein Content gefällt, dann würde ich mich natürlich auch immer über ein Abo freuen. Damit könnt ihr mich und meinen Content supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!